Hallo, mein Name ist Pia Krussig. Ich bin Sotirios Tsisopoulos. Und wir unterrichten die Instrumente Geige und Bratsche an der Musikschule für den Kreis Gütersloh. Die Geige, auf Italienisch auch Violine genannt, ist wohl das bekannteste der Streichinstrumente. Die Bratsche oder Viola ist etwas größer als die Geige und klingt tiefer. Die vier leeren Saiten meiner Geige klingen. Die der Bratsche hören sich so an. Geige und Bratsche kann man in jedem Alter erlernen, ob jung oder alt. Die Musikschule stellt Leihinstrumente in passenden Größen zur Verfügung, auch für Vorschulkinder. Hallo, ich bin Carlos Ferrer, ich bin Cellolehrer an der Musikschule für den Kreis Gütersloh. Das Cello gehört auch zu der Familie der Streichinstrumente und klingt so. Was mich an dem Instrument am meisten fasziniert, ist, dass das Register so breit ist. Das Cello kann so tief wie ein Kontrabass klingen oder so hoch wie eine Geige. Hallo, ich bin Bruno Jakob Feuerbrunn und unterrichte Kontrabass an der Musikschule für den Kreis Gütersloh. Der Kontrabass. Er ist das größte Streichinstrument. Im Orchester sorgt er für den satten Klang der Tiefe. Fast unverzichtbar ist der Kontrabass in Jazzformationen, sowohl in der Combo als auch in der Big Band. Kontrabass kann man in jedem Alter lernen. Man braucht nur ein bisschen mehr Kraft dazu als bei den anderen Streichinstrumenten. Für Kinder gibt es natürlich kleinere Größen. Wir Streicher haben viele Möglichkeiten zu musizieren. Ob solistisch, im Kammermusikensemble oder im großen Sinfonieorchester. Und genau das macht unsere Instrumente so vielfältig und faszinierend. Vielleicht sehen wir uns ja bald in der Musikschule. Tschüss. Auf Wiedersehen.